Hallo und herzlich willkommen zurück bei der dritten Folge von Tour de France 2016 zur zweiten Etappe. So ist es und es ist nur so. Ja, du nimmst wen? Ja, Piotr Sagan? Soll ich Sagan nehmen? Das ist die Frage. Kreuzinger ist am Hügel etwas besser, muss man natürlich sagen. Contador am Hügel jetzt auch nicht übel, muss man auch sagen. Ja, das ist halt die Frage, nimmst du Contador, um sicher zu gehen, dass da nichts passiert? Oder nimmst du Kreuzinger, um die Etappe dann doch als einer der besten 10 Fahrer zu beenden? Ich nehme mal Contador, würde ich sagen. Er nimmt unseren Star im Team, er nimmt Alberto Contador. Ja, Freunde, zweite Etappe, ihr habt ja schon den kleinen Trailer gesehen. Sie geht von Saint-Lô nach Cherbourg en Cotentin, wahrscheinlich. So ist. Cotentin wird geschrieben. Stellen Cotentin. Kann ja schon sein. 183. Achso, lass uns ja reden. Ne? Ja, lass den erstmal da rein. Ist der Fernseher eigentlich noch so eingestellt wie gestern? Ja, ne? Müsste ja sein, ja. Ja, ja. Heute wird schon einiges tun, denn die Hügelstrecke bietet sich an vielen Stellen für Angriffe gerade dazu an. Aha. Ja, schön, ne? Das ist ja wirklich schön. So, der soll mich mal schützen. Okay. Und dann geht's weiter. Ja. So. Okay, ich schütze dich. Anführer. So, 183 Kilometer. Was ist denn da los? Ja, ersten Attacken gibt's schon wieder. Okay. Also 183 Kilometer ist die Etappe lang. Siehst, das Profil ist relativ wellig. Wir sehen es ja, also es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bergwertungen. Das ist aber mehr als in echt, oder? Also ich glaube, in echt gibt es nicht so viele bei der Tour. In echt gibt es 4, ne? 3x4, 4, ah, ja, 1x3 und eine Sprintwertung. Die Sprintwertung haben wir hier auch dabei. Ja, was meinst du, Favoriten für das Rennen? Hier jetzt? Ah ja, klar. Aber ich denke mal, werden die vorne mit dabei sein, die auch bei den hügeligen Klassikern immer mitfahren. Also Kwiatkowski werden wir wahrscheinlich sehen, Dan Martin, Valverde natürlich. Costa. Costa vielleicht auch, ja. Das werden so die sein, die vorne mitfahren. Er hat einen Gegenangriff gestartet. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, die Favoriten der Tour werden wahrscheinlich auch relativ weit vorne herumfahren. Ja, muss man ja auch bei so einem hügeligen, klar, Profil. Kann man leicht Zeit verlieren. So ist es. Wen es interessiert? Das Rennen startet in echt um 11 Uhr. Okay. Sag mal. Scharfer Start, Bruder. Steht da. Ja. Ne? Das ist ganz interessant, was hier steht. Ja, auf jeden Fall, ich kenne die Frankreich-Karte leider irgendwie gar nicht. Sonst würde ich euch ja, wir sind im Nordosten auf jeden Fall. Sonst hätte ich euch sagen. Jetzt gesagt, von wo bis wo es geht. Also es geht auf jeden Fall von Saint-Lô nach, was wissen wir? Ja, nach Cherbourg in Cotentin, aber vielleicht ein bekannterer Stadtname, der da irgendwie ist. Ich sehe es. Ich weiß nicht, ich sehe es schlecht. Ich sehe hier auch keinen. Ich schaue schon nach. Okay. Man sieht jetzt wirklich keinen, aber. Naja, hab's so mit. Gut, so viel zu der Etappe. Ich mache hier mal gerade mein Standard-Anfangsprogramm. So ist es. Wer die letzte Etappe schon wieder vergessen hat, ist ja dann doch eine Stunde her. Ungefähr die ersten zwei Etappen, ne? Du hast es auf zwei Teile geschnitten. Ja. Ja, gut, aber das Finale war ja dann letzte Folge, also ist noch nicht so lange. Also jetzt eine halbe Stunde her. Oh. Die ersten drei der Gesamtwertung nach der ersten Etappe ist dann Marcel Kittel, John Degenkolb und wir sind Dritter mit Peter Sagan geworden. Ja, was gestern ganz schön anschaulich und betrachtlich war, in der dritten oder in der zweiten Sprintwertung haben unsere Sprinter alle so Gas gegeben, dass wir uns irgendwie abgesetzt haben. Als zweite Verfolgergruppe, es war ja vor uns noch eine Gruppe davor, die 4 Minuten Abstand hatte. Wir sind dann da irgendwie zufällig in der Ausreißergruppe gekommen. So ist es. Was wir gar nicht vorhatten, also was wir auch gar nicht wollten und auch gar nicht unser Ziel war. Unser Ziel war natürlich am Ende in einem Massensprint mit Peter Sagan uns da durchzusetzen. Sind dann aber irgendwie, der Vorsprung wurde immer größer, die hinteren Mannschaften haben dann auch nicht eingesehen, mal was zu machen. Ja. Und was ganz wichtig ist, was man sagen muss, der gute alte Thomas De Gendt, ja, ist ja kein schlechter Fahrer, auch was die Berge angeht und die Hügel. Das stimmt, ja. Der war mit in dieser Sprinter-Ausreißgruppe. Und ein französischer Fahrer aus dem Team FDJ, ne? Der Genies oder Genies. Genau. Der auch kein schlechter Bergfahrer ist. Und das heißt, diese beiden Fahrer haben jetzt 9 Minuten vor den ganzen großen Namen, eigentlich vor allen, aber auch vor den großen Favoriten wie Contador, Froome, Nibali, vielleicht auch Aru. Ja. Also das gilt jetzt, das könnte lustig werden. Das könnte wirklich, ja, wie soll ich sagen? Könnte eine Sache sein, ja, ich mein, die noch interessant werden könnte. Ich meine, die Zeit, die wird in den Bergen definitiv, denke ich mal, schrumpfen. Ja.
Aber ob die 9 Minuten halten, ich glaube ganz ehrlich nicht, weil da sind ja auch noch Zeitfahren dabei. Glaube auch. Da gehen wir mal ganz kurz nochmal auf unser Heft. Würde ich sagen. In der Zwischenzeit kann ich schon mal sagen, Emanuel Buchmann, der noch deutsche Meister, hat hier die erste Bergwertung gewonnen. Hat sich also einen Punkt geholt. Das Bergtrikot trägt übrigens nach gestern Stijn de Volder. Schon seit einigen Jahren, das kann man ja auch schon mal sagen. Ist dies ja kein Prolog? Nein. Du hast ja gemerkt, das war ja gestern flache Etappe als Anfang. Und hier im Feld, da machen sie gerade überhaupt kein Tempo. War gerade sehr, sehr langsam. Aber naja, mal schauen. Bis jetzt 2 Minuten 20 für die Ausreißer. Sind 6 Fahrer an der Spitze. Kannst du noch mal gucken, wer das ist alles? Ach ja, das hier. Also es sind Chris Anker Sørensen, ehemalig Tinkoff Saxo Bank Fahrer. Der hat das Team gewechselt, fährt jetzt für Fortuneo Vital Concept. Für die ehemalige Britannien-Mannschaft. Dann haben wir Davide Formolo, Emanuel Buchmann, Stijn de Volder, Daniel Tick-Leimenhoth und Tom Wehlers. Also eine ganz stabile Gruppe. Die gefährlichsten Fahrer werden wohl... Ja gut, de Volder hat nur 10 Sekunden Rückstand aufs gelbe Trikot. Also der ist in Sachen Gesamtwertung bis jetzt natürlich der gefährlichste, wenn man so möchte. Ne? War gestern auch in der Gruppe. Ich bin fündig geworden. Aha. Wir haben einmal in der 13. Etappe, jetzt haben wir doch ein relativ flaches Zeitfahren. Also ja, ein bisschen hügelig ist es. Geht auch nur 37 Kilometer. Das ist dann der 15. Juli in echt, aber es ist die 13. Etappe auch bei uns. Okay. Also da haben wir einmal ein Zeitfahren und die 18. Etappe ist dann ein Bergzeitfahren. Das geht 17 Kilometer. Boah. Und das geht auf 1300 Höhe. Okay. Also das ist schon ein ganz schön krasses Zeitfahren. Wobei man sagen muss, da hat der Gent und der Genies halt auch den Vorteil, dass es ein Bergzeitfahren ist und die da wahrscheinlich nicht so schlecht sein werden. Also das es stimmt, gibt eigentlich ja nur ein Zeitfahren für die zu überstehen, weil nach der 18. Etappe glaube ich nicht, dass nochmal ein Zeitfahren kommt. Ja, glaube ich auch nicht. Also vielleicht am vorletzten Tag, das war zumindest früher mal klassisch, aber ich glaube mittlerweile hat man davon ein bisschen Abstand genommen, seit die den neuen Tourdirektor haben, der ist da irgendwie nicht so der Fan von. Seitdem ist das doch ein bisschen weniger geworden. Sind wir auch cool, ne, wenn du so Tourdirektor bist? Ja, auf jeden Fall. Das ist bestimmt ein geiler Job, ja. So, um mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Etappe 3 für uns wird auch relativ flach, die fahre ich. Okay. Etappe 4 ebenfalls. Etappe 5 hat dann schon 2 Kategorien drin. Mhm. Aber wo ich mich drauf freue, das heißt, du musst ja die Etappe 6 fahren. So ist es. Auch flach? Ja, nur halb. Okay. Aber ich fahre Etappe 7 und da haben wir schon mal das erste Mal eine Bergankunft, Freunde. Ah, Glück gehabt. Und ich glaube, Etappe 8 ist auch eine Bergankunft, wenn ich es richtig im Kopf habe. So halbwegs, oder? Ja, du hast 4 Berge. Einmal sogar Ohr-Kategorie. Oha. Dann 2er, dann 2-1er und dann Abfahrt. Lauter so Experimente. So, aber so viel zu Statistiken. Daten der Tour de France, des Heftes. Wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Rennen. Ich habe bis jetzt noch nicht eine Sekunde davon gesehen, weil ich hier nur am Rumblättern war. Wir haben die zweite Bergwertung gerade überfahren. Die Ausreißer haben die natürlich unter sich ausgemacht. Tick-Leimenhoth hat den einen Punkt mitgenommen. Der Eritreaner aus der Dimension Data Mannschaft. Ja, kein Unbekannter vielleicht. Also wenn jemand hier schon öfter auf dem Kanal vorbeigeschaut hat, dürfte er den Namen kennen. Vom Pro Cycling Manager, aber... Was ich cool finde, dass dir jetzt auch angezeigt wird, wie viele Punkte noch vergeben werden. Ja. Vor der Bergwertung oder vor der Sprintwertung. Das wurde das ja damals nicht angezeigt. Ja. Das ist noch eine coole Neuerung. Ja, 150 Kilometer haben wir noch. Die nächste Etappe wird lustig. Das ist über 200 Kilometer. Wow. Da sollten wir uns schon mal die Themen raussuchen. Ja. Da werden wir uns verschiedene Themen nehmen. Ja, wir können ja auch mal sagen, aber wir werden ja wahrscheinlich an einem Tag nicht mehr als vielleicht mal 2 Etappen aufnehmen, weil es einfach sehr viel Zeit für ist. Aber wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, über die ihr gerne wollt, dass wir mal quatschen, dann könnt ihr das jetzt auch in die Kommentare schreiben. Ja. Dann werden wir uns dem vielleicht auch mal annehmen, wenn es irgendwas Cooles ist. Das ist also ich denke mal mehr als 2 Etappen an einem Tag. Ja. Es ist auch das Ding, ist, man hat, also für eine Stunde hat man echt Gesprächsstoff. Aber alles dann, andere werden den Hamen herbeigezogen. Da kann ich dann auf bild.de gehen und dann sagen, Sebastian, was hältst du denn davon, dass die Gina Lisa mal wieder, Sebastian, was hältst du davon, dass der Jogi Löw sich mal, Sebastian, was hältst du davon, dass jetzt England gegen Wales gewonnen hat? Sowas könnte man natürlich machen, aber das wäre ja dann nicht real. Das wäre ja auch Schwachsinn. Da weiß man ja auch nicht, wer der Vater ist. So ist es. So ist es, ja.
Ich sehe jetzt, du bist hinter Rogers? Nee. Nee, Rojas. Rogers passt auf mich auf, der ist immer so ein bisschen in der Nähe. Okay. Ich habe mich jetzt einfach mal in Rojas gehängt. Die guten Leute, alle schon vorne irgendwie eingereiht. So ist es. Ne? So wie es aussieht, muss es sein. Ich wollte keiner lumpen lassen. Bevor du es vergisst, deine zwei Gels hast du. Ja, ja. Und wenn du gedrückt lässt, nimmst du sie erst, ne? Genau. Mit einem kurzen Tipper schaltest du um. Übrigens, im Gegensatz zu gestern, wo ich mir öfters die Frage gestellt habe, kann man aufs große Rad wechseln oder nicht? Bei der Abfahrt habe ich gerade nachsehen können. Also mit LB ist man früher aufs. Ja, ein LB-Rad, ne? Ja. Oder für die. Weißt du, Zocker L1. Ja. Konnte man früher auf das große und kleine Blatt hin und her wechseln. Das funktioniert jetzt mittlerweile automatisch. Und mit LB kann man einfach, man sieht da unten rechts die Geschwindigkeit und die gelben Balken, die sich da füllen. Und wenn man jetzt LB drückt, kann man das einfach einstellen, wie das sein soll. Also da musst du nicht mehr RT drücken, sondern der hält eigentlich automatisch die Geschwindigkeit. Und die bringt was. Also eigentlich ist es cool. Eigentlich ist es echt nicht schlecht. Eigentlich ist es sehr cool, ja. Nur halt bei Tempoverschärfung muss halt trotzdem reagieren, ne? So ist es. So, Chris Anker Sørensen gewinnt die nächste Bergwertung. Also damit setzt sich hier bislang noch keiner ab. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Fahrer, wenn ich mich nicht täusche, die einen Punkt haben. Könnte also noch interessant werden, der Kampf um die Bergwertung. Ja, kommen wir noch 2 jetzt in unmittelbarer Nähe. Wobei ich das mit den Bergwertungen bei so einem Rennen irgendwie eh mehr schwachsinnig finde, weil wenn es dann halt wirklich in die Berge geht, dann halt doch meistens die Favoriten vorne und... Dann wird es nochmal neu gemischt, aber für so unbekanntere Fahrer ist es natürlich eine gute Möglichkeit, einfach mal so ein Trikot abzustauben, mehr oder weniger. So ist es. Aber jetzt im Endeffekt, es ist ja auch meistens schon oft so gewesen, glaube ich, dass auch der Toursieger aufs Bergtrikot geholt hat, ne? Weiß ich gar nicht, ob das so oft war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, Ein paar Mal kann sein, aber ich weiß gar nicht, ob das so oft war. Ich glaube nämlich nicht, weil viele dann halt nicht die Kräfte für diese Punktsprints verpowern. Mhm. Während andere, die halt nur aufs Bergtrikot gehen, die geben da halt dann Vollgas und sind danach platt. Also, aber ich glaube, ab und zu kam es schon vorher. Ich glaube auch. Ich glaube beim Froome. Es kann sein, ja. Es kann gut sein. Ja, bei wem denn auch sonst? Ja. Wer gewinnt denn sonst? Vielleicht über alle. Er hat so gewonnen, ne? Er hat es einmal gewonnen, ja. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Also bis jetzt, wie gesagt, haben wir noch nie geschafft, eine Tour zu gewinnen. So ist es. Nur so. Aber wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen, ne? Also wir wollen diesmal mit Contador alles attackieren. Kannst du dich noch erinnern, wen wir die letzten Let's Plays alles genommen haben? Also beim 2013er war es auch Saxo Bank mit Contador. Aber das sind wir nicht zu Ende gefahren. Dann 2014 war es ja Mollema und Costa. Also einmal Bakin und einmal Lampre, da sind wir Zweiter und Dritter geworden, hinter Contador. Und letztes Jahr war es ja Giant Alpecin, das war ein Community-Wunsch, aber da hatte ich natürlich keinen, der irgendwie in der Gesamtwertung ziemlich weit vorn war. Ich glaube gar nicht, weiß gar nicht, ob ich unter den ersten 10 gekommen bin oder so, es kann sein. Aber mehr dann aber halt auch nicht. Wenn wir privat gezockt haben, mit dem Sanchez haben wir es auch nicht geschafft. War auch nur Zweiter, ja. Ja, letztes Mal wird auch eine Tour gefahren beim 15. Ja, da wurden wir glaube ich auch Zweiter, ne, mit Contador. Ne, wir hatten mal Werde. Wir hatten Contador. Stimmt, wir hatten Contador. Ja. Stimmt, da wurden wir Zweiter? Ja, das war aber sehr knapp. Wir waren die ganze Zeit Vierter, weil wir auch irgendwie so ein dummes Update gemacht haben, ne? Ja, nach der Tour, ne? Genau, man konnte also irgendwie einstellen, dass man die Werte, die offiziellen vom Spiel oder halt die nach der Tour, die abgedateten bekommen hat. Wir haben uns so gedacht, wir haben uns keinen großen Kopf drum gemacht. Haben die geupdatete Version übernommen. Und das war natürlich scheiße. Und da war Contador einfach irgendwie insgesamt um 2 Gesamtpunkte schlechter. Was ja auch realistisch war, weil der halt, dadurch, dass er auch letztes Jahr ein Giro gefahren ist, war der echt müde, das hat man ihm sehr angemerkt. Ja, und dann haben wir leider halt, ich glaube, der Valverde hatte 82. Ja, der war sehr, sehr stark. Froome hatte auch ein paar 80, weiß gar nicht mehr wie viele genau, aber 83, glaube ich, der war schon von den Werten, glaube ich, besser als Valverde. Ja, und Contador hatte da nur noch 80,8. Ja, irgendwie sowas. Und da hat es dann doch am Berg gefehlt und wir haben uns alles gewundert, warum sprintet Valverde uns davon. Aber er hat uns weggefehlt. So ist es. Fumme. So ist es einfach. Ich werde jetzt auch das Let's Play auf Französisch halten für die französischen Fans. Eine gute Idee. Ich kann kein Wort Französisch. Das ist schön, das ist schön. Ja, wie findest du, fährt sich so? Ja, bis jetzt fährt sich vor allen Dingen X halten. Diese Speichersachen, die nerven ein bisschen, muss ich sagen. Aber bis jetzt war es noch nicht schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass es in der Abfahrt ganz schön schlimm sein kann, wenn dann auf einmal so ein Speicherpunkt kommt, das Spiel kurz hängen bleibt. Ja, das sind ich hoffe, das wird uns nicht passieren. Aber an sich fährt es sich ordentlich, muss man sagen. So, Tickler Heimenoth gewinnt die nächste Bergwertung, hat damit 2 Punkte und führt jetzt in der Bergwertung.
Aber du wirst auch sehen, wenn du eine Abfahrt, gut, schaltet jetzt auch keiner, aber eben, wo ich gespielt habe, ja, wirst du einfach merken, wie flüssiger das Fahrverhältnis ist oder ja, aerodynamischer oder was auch immer. Wie man das also grafisch gefällt es mir auf jeden Fall schon mal viel, viel besser, auch als der Vorgänger. Ja. Ist schon ein Sprung. Und ich freue mich auch auf den Pro Cycling Manager, der jetzt gerade hier runterlädt, während wir die Folge aufnehmen. Da bin ich auch schon mal gespannt. Nass. Da bin ich nass wie Hund. Shay Schaff. Wann hast du eigentlich vor? Willst du denn auch Fleisch Let's Play? Schau mal dann, weiß ich jetzt noch nicht. Du bringst nix im Bett. So ist, ich hab nix auf dem Kasten. Nix auf dem Kasten. Ja, jetzt geht's hier mal ein bisschen höher. Ja, das ist diese Vierer. Die Viererwertung, genau, die vorletzte von den ersten fünf. Die vierte Viererwertung. Ja, irgendwie, warum auch immer die jetzt mehr drin haben als in echt. Keine Ahnung, aber war schon oft so, dass das Spiel so ein bisschen abweicht von der Strecke. Mhm. Auch die Kilometer waren manchmal anders und so. Guck mal, eine baskische Fahne. 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 Ja gut, die kennt man mittlerweile aus den ganzen Spielen. Die existieren ja schon. Ja, ist aber schön, dass die immer noch drin sind, obwohl es ja Euskaltel, Euskali nicht mehr gibt. Guck mal, da vorne ist der spanische Meister. Ja, so ist es. Wer ist das? Valverde müsste es sein. Wobei das Trikot ja nicht so aussieht wie in echt. Auch Nibali, der italienische, der hat ja echt auch ein bisschen ein anderes Trikot. Die sind ja dezenter gehalten. Nicht einfach so... Bam, Spanienflagge, tschüss. Ja, genau. Die sind ja wirklich noch sehr ans Teamtrikot angepasst. Naja gut, 126 Kilometer haben wir noch. 5,52 haben die 6 Vorsprung. Ja, alles im Bereich des Möglichen. Alles noch im grünen Bereich auch. ETX Quickstep macht hier so ein bisschen das Tempo, natürlich weil sie das gelbe Trikot haben mit Marcel Kittel. Und mit Sicherheit auch, weil sich eben Dan Martin heute bestimmt was ausrechnet. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen. Wie? In echt oder was? Der Tour. Also weil einfach, es könnte echt verdammt spannend werden. Also die erste Etappe war ein verdammt guter Sprung fürs Let's Play. Seien wir nicht böse. Es wäre auch so spannend. Aber da gibt es halt dann nochmal den Kampf nicht nur gegen Froome und Valverde und Nibali, sondern gegen De Gendt und Genies. Der könnte so ein bisschen den Thomas Vöckler machen, wenn es gut läuft. Ne? Ja. Also das traue ich ihm auch zu, dass er nach der ersten Bergetappe auf einmal in Gelb rumfährt. Und ich finde es auch geil, dass es schon relativ früh ins Gebirge geht. Das finde ich ja, cool. Weil das ist auch eine Besonderheit dieser Tour, weil sonst dauert es immer ein bisschen länger. Da dauert es ein bisschen länger. So ist es. Ne, da freue ich mich echt drauf. Ich glaube die fünfte oder sechste Etappe ist schon ein bisschen hügeliger. Und ich meine, die ist ja auch hügelig, ja. Ja. Und dann schon Etappe 7 und 8. Ah! Mit Ohrkategorie. Bam, bam, bam. Flatsch, flatsch, flatsch. War das eigentlich mit den Rückennummern auch schon beim letzten Mal so, dass die wirklich richtige Rückennummer hatten und dass Contador auch die 31 ist? Da links sehe ich, Bardet hat auch die 71. Das ist ja in echt auch so. Froome hatte auch die 1, habe ich vorhin gesehen. Also das ist ziemlich realistisch gehalten. Glaube ich zumindest. Ich kann mal kurz reinschauen. Wir waren letztes Jahr Zweiter. Es war Quintana, ne? Ja. Das heißt, Movistar müsste die Nummer 11 und so weiter haben. Das kann ich mal. An den 15 haben wir gar nicht das Bild, oder? Nee. So, ich bin gerade hinter Quintana, lustigerweise. Und tatsächlich hat der die Nummer 11, wenn ich das richtig sehe. Ja, man sieht es halt auch sehr, sehr gut. Ja, die haben tatsächlich die Nummer 11 und so weiter. Aber da hat sich der Entwickler tatsächlich Mühe gegeben, das auch realistisch umzusetzen. Nibali hat die 21. Weiß gar nicht mehr, wer da vorne mit dabei war. Keine Ahnung, ich kann mich ehrlich gesagt ans Gesamtklassement von der letzten Tour kaum noch erinnern. Ich weiß nur, dass Froome gewonnen hat, Quintana war Zweiter. Ich glaube, bei Verde war er auf Platz 3 und dann hört es auch schon auf. Ich glaube, Contador war Fünfter. Ich glaube, war der Kreuzinger nicht Vierter? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Nibali war dann Vierter. Müsste ja so sein, oder Aru. So, Emanuel Buchmann hat die nächste Bergwertung gewonnen, hat damit auch 2 Punkte. Ich kann ja mal gerade schauen. Ja, kannst du mal machen. Gute Idee. Ich glaube, das war dann Nibali, müsste es gewesen sein. Aru ist ja den Giro gefahren, zusammen mit Mikel Landa. Da müsste Nibali Vierter gewesen sein. Und dann hat dieses Spiel also wirklich sich die Mühe gemacht, das hier auch so umzusetzen mit den Nummern. Geht ja immer danach, ne, welcher Fahrer aus dem Team in der Gesamtwertung vorne war. Also der Sieger kriegt dann immer, das Siegerteam kriegt dann immer die Nummern 1 bis 9. Der Kapitän hat die 1 und so weiter, aber das muss ich euch ja wahrscheinlich alles nicht erklären, also wer hier zuschaut, der wird sich mit Radsport schon so weit auskennen. Aber? Froome war Erster. Ja. Quintana Zweiter. Ja. Valverde Dritter. Ja. Nibali war Vierter. Ja, sag ich doch. Ja, weil dann müssten wir doch
Nee. Die 5 haben. Nee. Die Nummer 1 bis 10 ist Sky wegen Froome. Die Nummern 11 bis 19 ist Movistar, weil Werder ist ja auch Movistar gewesen. Ja. Dann haben die Nummern 21 bis 29 Astana wegen Nibali. Ach so, die sind ja in einem Team. So ist es. Und wir haben dann die 31 bis 39 wegen Konto. Also sind wir ein richtiger 31er, um es auf Deutsch zu sagen. So ist es, wir haben den 31er. Ach du Scheiße. Kresing war 6. Monoma 7. Wow. Matthias Frank. Da hast du ihn. Gestern hast du noch gefragt, wer Frank ist. Romain Bardet. 9. und die Pierre Roland auf die 10. Okay. Ja, also da fing es dann schon an mit den Außenseitern ab Kresing. Jo, bin ich auch mal dieses Jahr gespannt, wie sich da so die Außenseiter schlagen werden. So Mollema, Kresing, Costa, auch Luis Meintjes, falls der hier mit dabei ist. Und Pinot natürlich, darf man auch nicht vergessen. Ja, das stimmt. Die Franzosen haben ja ein paar dabei, die gar nicht mal schlecht sind am Berg. Wo man halt schauen muss, wie die sich schlagen werden. Jetzt natürlich noch einen mit dabei, nämlich Genies, der jetzt eine ganz gute Ausgangsposition hat. Da vorne auch mit dabei Gaviria hier links aus der ETX Quickstep Mannschaft. Sehr junger Sprinter. Eigentlich auch ganz lustig, dass der bei ETX Quickstep fährt. Das war nämlich der, von dem habe ich dir schon häufiger erzählt. Der ist irgendwie 20 oder sowas. Und hat bei der Route de San Luis im letzten Jahr den Cavendish zweimal im Sprint geschlagen. Und da ist der Teamchef nach dem zweiten Sprint schlagen direkt hingegangen, hat ihm Vertrag angeboten. Er hat unterschrieben, Cavendish, tschüss. Und jetzt fährt er im Team. Also fand ich schon eine geile Aktion, ja. Ja, manchmal passieren Dinge, mit denen rechnet man nicht. Wer weiß schon, wer der Cavendish ist. Ja, wer weiß das schon. Also. Aber muss auch sagen, Cavendish hat schon abgebaut. Ja, die letzten Jahre allgemein. Kein Vergleich zu... Ja, ist aber auch schon wieder lang her, dass der richtig schnell war, ne? Also ich glaube, so rausgekommen ist er vor 10 Jahren schon wieder, oder? Vor fast 10 Jahren. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war die Tour, wo Contador das erste Mal um Gesamtsieg mitgefahren ist, 2007 sowas. Da dürfte Cavendish das erste Mal... Ich glaube, so richtig aufgehört, Baba zu sein, war so 3-4 Jahre her schon, oder? Ja, so um den Dreh. Weil ich bin der Meinung, die letzten 3-4 Jahre waren es dann doch immer die Deutschen, die da die Sprints für sich entscheiden. Ja, stimmt. Es sind viele. So Kittel, Greipel auch. Sagan hatte auch eine sehr starke Tour, wo er 3 Etappen gewonnen hat. Degenkolb, ja. Wobei der aber noch nicht so stark war bei der Tour, muss man sagen. Ja, gut, aber es sind schon viele Deutsche vorne im Allgemeinen, also in den Sprints. Weil es halt aber auch echt gute Sprinter haben. Ja, gute Sprinter dabei. Ja, ist so. Ja, es ist schon so. Ja. Ja, Jean-Claude, sag doch mal, es sind noch 99 Kilometer. Wie sieht denn deine Planung aus? Ja, mal gucken, wie es hier weitergeht, wie die hier auch alle reinknallen, das ist natürlich die Frage. Ich nehme mal ein bisschen was von dem Gel eigentlich, ne? Kann man ja mal machen. So, ja. Ein bisschen Gel genommen, einfach mal so. Aber da fehlt noch die Animation, ne? Na, der hat doch in die Trikotasche gegriffen, immerhin. Aber er hat nichts rausgeholt. Ja, das stimmt. Da fehlt noch die Animation, also liebe Entwickler, Trinkflaschen habt ihr jetzt schon drin? Oder? Haben wir gesehen. Ist aber eigentlich auch nichts Neues, weil beim Procycling Manager gibt es diese Trinkflaschen-Animation, glaube ich, auch schon seit 10 Jahren oder so. Es ist doch immer dasselbe. Ja. Aber irgendwie da nicht, ne? Was mir immer ein bisschen fehlt, ist, dass die Trinkflaschen auch irgendwann wegschmeißen. Das war bis jetzt noch gar nicht, ne? Ja, es wäre lustig, wenn es dafür eine Taste geben würde, wie man sie einfach wegschmeißen kann. Vielleicht dann auch dem einen oder anderen Fahrer dann vor die Füße werfen. Ja. Warum auch nicht? Nein. Ich muss sagen, ein paar Namen habe ich jetzt nicht verändert, sehe ich gerade. Also zum Beispiel der Poem ist natürlich der Powells. Aber gut, die wichtigsten sind auf jeden Fall geändert. War lustig, ne? Man sieht sogar den Windschatten von denen. Ja? Ja, oder? Ja, stimmt. Er sieht so aus, oder? Ja. Ja, doch, klar. Weil man werde jetzt nett. Ja. Aber vielleicht wollte ihm auch folgst. Oder ist das was anderes? Oder ist das so ein Beschützerzeichen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was könnte auch so ein Beschützerzeichen sein? Aber eigentlich da unten links ist ein Windschattenzeichen und es sieht genauso aus wie das. Ja, vielleicht weil der Enao dem hinter ihm Windschatten gibt. Ich weiß es nicht genau. Aber es könnte auch sein. Weil der Gaviria fährt auch vor dem Alaphilippe da links. Ja. Alaphilippe übrigens auch einer, der heute die Etappe gewinnen könnte, auch gut am Hügel. Und dann Lidl auf Marsch. Mhm. Nass. Was soll ich, ist Lidl deutsch? Ich glaube schon, ja. Aber ein international tätiges ja. Unternehmen auf jeden Fall. Die gibt es auch in Belgien.
Ja, ja, aber ich meine, ursprünglich ist das, ich glaube, die sind deutsch, ja, genauso wie Aldi. Ja, ne? Ja. Bin ich schon der Meinung.